Wissenschaft kann nicht politische Handlungsempfehlungen in eine Richtung geben und Wissenschaft kann auch nicht zur Legitimation herangetragen werden. Das ist das Schlimme, das ist das finsterste Mittelalter, entspricht allem, was widerspricht allem, was Aufklärung bedeutet, was die Bundeskanzlerin gemacht hat, weil jetzt soll Politik, die sich auf normalem demokratischen Wege offenbar nicht legitimieren lässt und die auch verfassungsmäßig problematisch ist, weil Grundrechte nicht so einfach eingeschränkt werden dürfen, jetzt muss irgendjemand dafür herhalten, die zu legitimieren. Und im Mittelalter war oder in der frühen Neuzeit war das die Religion, nicht? Also die Kaiser und Fürsten, die von Gottes Gnaden regieren, die haben sich auf bestimmte Religionsführer berufen und daraus also eine theokratische Legitimation herausgezogen. Also Gott will das und das tun und Gott spricht halt durch diese oder jene Religionsführer. Das geht heute nicht mehr und heute nimmt Wissenschaft oder Wissenschaft soll dann die Stelle der Religion einnehmen, indem sie eine Legitimation liefert für Dinge, die auf normalen demokratischen Wege nicht durchzusetzen sind und die auch mit normalen Mitteln einer offenen Gesellschaft, eines Rechtsstaates, das ist jetzt Ihr Gebiet, aber wo ich denke doch also offensichtlich nur sehr schwer oder überhaupt nicht zu legitimieren sind, nämlich massive Grundrechtseinschränkungen. Und das ist dann politischer Missbrauch von Wissenschaft. Also es nennt es Fachbegriff politischen Scientismus, die Idee, dass Wissenschaft Handlungsempfehlungen oder Anweisungen geben kann, wie das gesellschaftliche bis hin zum privaten Leben gestaltet werden kann. Und das kennt man aus totalitären Staaten, nicht? Also der Kommunismus beruft sich auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse, der Nationalsozialismus beruft sich auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse über Rassen. Damals Eugenik in den 20er Jahren war auch weitgehend wissenschaftlicher Konsens und das wurde dann im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben. Also wir haben Beispiele aus der Geschichte, wo Wissenschaft herangezogen wurde, um politische Zwangsmaßnahmen zu legitimieren. Und das sind abschreckende Beispiele. Das ruft Ihnen ein anderes Experiment in die Erinnerung, das Milgram-Experiment. Ja. Anfang der 1960er Jahre ein Versuch herauszufinden, wieso haben ganz normale Leute im Nationalsozialismus, im Kommunismus kooperiert. Das waren ja nicht alles Verbrecher, die kooperiert haben, die Juden abgeholt haben, die Klassenfeinde zu den Erschießungskommandos geführt, Anführungsstriche Klassenfeinde und so weiter. Wie ist das? Und das waren zwar im Milgram-Experiment wurden halt Versuchspersonen genommen, die davon, denen wurde gesagt, also die Wissenschaft erfordert, dass sie Bestimmtes tun. Da ging es darum, Stromschläge einer dritten Person zu geben und diese dritte Person waren Schauspieler. Die konnten den nicht sehen, weil der hinter einer Wand war. Hm? Genau, das konnten die nicht sehen, aber sie wussten, dass sie dem also Schmerzen zufügen. Und der hat auch also verbal, akustisch reagiert. Gehört haben sie ihn. Dann kommen langsam Zweifel auf und dann sagt der Versuchsleiter immer, die Wissenschaft erfordert, dass sie das tun. Und dann gehen sehr viele Menschen ziemlich weit. Also nicht damals war es die Rassengesetze, also das, was wir über Rassen wissen, erfordert, sonst droht der Untergang der Menschheit, wenn die minderwertigen Rassen sich fortpflanzen nicht oder wenn jetzt also die Klassenfeinde verhindern den Fortschritt nicht, also wenn diese Klassenfeinde sich, also es waren ja auch Wissen, natürlich Pseudowissenschaft, das war ja alles wissenschaftlich vorgegeben. Und das wissen wir. Das heißt, Wissenschaft hat Macht. Also sie kann diese Macht oder Wissensansprüche, sagen wir, das ist ja kein Wissen, Wissensansprüche haben Macht. Und was wir jetzt erleben, ist ein kollektives Milgram-Experiment. Und deshalb ist für Ihre Arbeit so wichtig, alles das, was jetzt, dass sich doch eine Öffentlichkeit formiert, die sagt, wir müssen aussteigen. Und das dieses Milgram-Experiment mit der gesamten Gesellschaft, das wir erleben, funktioniert natürlich nur so lange, wie genügend Leute bereit sind, mitzumachen. Ja. Wenn genügend Leute sagen, so etwas kann nicht Wissenschaft sein, aussteigen ist fertig. Keine Autorität, das ist ja auch das, keine Autorität, keine Polizeigewalt kann das erzwingen. Also wir brauchen wieder eine Rückkehr, Erwachen von öffentlichem Bewusstsein, Öffentlichkeit, offener Gesellschaft, Debatte und es muss ganz klar sein, weil wenn ich hier mit Leuten auf der Straße diskutiere, also hier sind bald Kommunalwahlen und die verschiedenen Parteivertreter und dann sage ich ihnen immer, also Sie Politiker, ihr habt völlig die Glaubwürdigkeit verloren, sagen die, ja, aber die Wissenschaft sagt uns doch, dass wir das tun müssen. Also, nein, das ist falsch, das sagt die Wissenschaft nicht. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass die Botschaft in der Öffentlichkeit ankommt und ich mache mir jetzt auch nicht unbedingt nur Freunde, wenn ich das so sage, aber ich halte es für erforderlich. Das ist nicht Wissenschaft, das ist Verrat an der Wissenschaft, politischer Aktivismus, der mit Wissenschaft nichts zu tun hat.
und die Maske fallen gelassen hat, in diesem Zusammenhang dann das wohl hier führende Mitglied der Leopoldina-Gruppe, der Verfasser dieses Papiers, nämlich Drosten, indem er folgende Formulierung, nicht in dem Papier, aber danach in einem Podcast gewählt hat. Diese Empfehlungen sind sicherlich für die Politik etwas, das eine Richtung vorgeben könnte. Na, das geht ja noch, könnte man denken. Und dann kommt's. Das muss man allerdings auch sagen. Wenn die Politik sich anders entscheidet, dann hat sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden. Das ist schon fast erpresserisch. So würde ich das als Jurist werten. Ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht physische Gewalt, aber das ist Terror. Ja. Also das ist und das ist natürlich, also jemand, der so etwas sagt, ist als Wissenschaftler nicht mehr tragbar. Ja. Ja, das ist die Autoritätsfigur aus dem Measurement-Experiment. Herr Drosten kann ja eine begründete Meinung, eine begründete Position haben. Aber niemand kann in Anspruch nehmen, dass seine Position die Position der Wissenschaft ist. Ja. Also jeder soll ja, und das ist wichtig für eine öffentliche Diskussion, seine Position einbringen. Es sollen auch radikale Positionen formuliert werden. Also ich habe überhaupt keine Einwände dagegen, wenn einzelne Wissenschaftler sagen, dass ihrer Meinung nach ein Lockdown oder sogar Zero-Covid oder was es da sein soll, begründet sein soll. Ich halte das für vollkommen absurd und gefährlich und so weiter. Das kann ich ja dann auch sagen. Aber das ist ja die öffentliche Debatte. Aber wenn jemand im Namen der Wissenschaft spricht und jetzt sagt, das ist wie wenn der führt sich da auf wie der Papst oder ein Religionsführer und sagt jetzt also, wenn sie also im Namen Gottes oder um ins Himmelreich zu kommen, ist das und das notwendig. Und das kennen wir, das ist vor Aufklärung, man kennt die entsprechenden Machtzusammenhänge. Und leider ist es so, das wissen wir eben auch aus dem milden Experiment, dass das zurzeit Eindruck macht. Und vielleicht das jetzt noch als letztes, die Gefahr, die ich natürlich sehe, ist, dass die Wissenschaft ihre Reputation verliert. Dann kommen wir auch dahin, dass man, also was jetzt wirklich wissenschaftliche Fakten sind, nicht mehr anerkennt. Also dass das Ganze dann, dass einfach, natürlich, wenn das Wissenschaft sein soll, Sie sehen alltäglich die Folgen dieser Wissenschaft, ist natürlich die Reaktion, dass Sie sich gegen die Wissenschaft dann wenden. Und deshalb ist es ganz wichtig zu betonen, was diese Personen machen, ist nicht Wissenschaft, sondern politischer Missbrauch von Wissenschaft, die Verantwortung tragen. Aber es sollte nicht gegen Wissenschaft als solche gehen.